Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich weiß nicht so ganz, ob man es hört, aber ich bin gesundheitlich aktuell etwas angeschlagen. Das führt leider dazu, dass ich nicht länger als 1,5 Minuten oder so am Stück reden kann. Daher ist es heute mal etwas anders. Ich habe die Prognose nicht kommentiert, sondern habe die deutschen Kommentatoren Wolf Fuß und Frank Buschmann einfach kommentieren lassen. Ich fand es die bessere Alternative als nur den Stadion-Sound. Das ist natürlich nicht perfekt und nicht optimal, aber ich glaube, dann kann man sich das trotzdem ein bisschen besser anschauen. Mit meiner Stimme hätte das, wie gesagt, einfach aktuell nicht funktioniert. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, habt eine gute Zeit und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Danke auf jeden Fall dennoch fürs Reinschalten. Los geht's mit Union Berlin gegen St. Pauli. Auf unserem Programm steht heute eine hochinteressante Partie. Union Berlin gegen den FC St. Pauli. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Wird ein tolles Spiel. Gute Chance. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drinnen gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Rani Khedira. Sibacı. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sehr gutes Ab. Die Chance. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich, wollen hier wieder rein in diese Partie. Wichtiges Tackling hier. Könnte der Ausgleich werden. Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang. Das gibt Vorteil, gute Entscheidung, weiter diese Szene. Ist das die Führung? So, Tor! Das ist die erneute Führung, das ist ein klasse Spiel, Leute. Das war eine unheimlich starke Leistung in Durchgang 1, oder? Wie hast du es gesehen? Zwei Tore hat er heute schon bejubeln dürfen. Es riecht nach einem Erfolg, würde ich sagen. Sieht vielversprechend aus. Tor, da ist es. Und jetzt sind sie mit zwei Toren vorne. Tolles Tor, kann ich nicht anders sagen. Eine unglaubliche Wucht hinter diesem Ball. Aber das Ding ist nicht zu parieren. Das kannst du nicht halten. Schöne Bewegung. Jetzt kann er es machen. Jetzt liegen sie nur noch ein Tor zurück. Tolle Moral. Schauen Sie sich das nochmal an. Das ist ein tolles Tor. Was für eine Szene. Wunderbar durchgesetzt. Die Abwehr ist da, kann aber gar nichts machen. Sie haben den Ball und bei Ihrer enormen Ballsicherheit geben Sie den natürlich jetzt auch nicht mehr her. Man kann es Ihnen eigentlich auch nicht verdenken. Gosens. Jetzt geht er da mit dem Ball nach innen. Ist es das? Da ist das Tor. Damit liegen sie jetzt kurz vor Schluss mit zwei Toren in Führung.
Im Stadion herrscht schon eine unfassbare Stimmung. Und wie könnte es anders sein bei diesem Duell, beim Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften, dieser Kader? Gleich rollt hier endlich der Ball. Also bleiben Sie dran. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen Sie mal eine überraschende Aktion. Ermedin Demirovic. Starke Szene. Ball im Aus, das gibt Ecke. Könnte jetzt was werden. Die Fans werden laut. Das könnte eine Schusschance sein. Ganz sicher. Es steht 0:0. Bei die Ecke kommt rein. Es ist Pause. Das war's für den ersten Durchgang in dieser Partie. Nach einer kurzen Unterbrechung machen wir hier gleich wieder weiter. Er verteidigt den Ball mit viel Einsatz. Vielleicht die Führung jetzt. Ja, natürlich eine gute Parade. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Sie bieten sich an. Da kommt die Flanke. Und die Situation geklärt. Bringt den Ball jetzt. Querlatte! Dieses heutige Spiel ist ein Duell der Extraklasse. Es wird hochklassig, es wird vielleicht sogar dramatisch. Beide wollen den Sieg, beide wollen ein Zeichen setzen. Skiri. So, sie kommen, sie greifen an und jetzt schauen Sie, wo sind die Anspielstationen? Wo ist die Lücke? Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Florian Grillitsch, der hat eine Klasse gearbeitet. Götze bringt den Ball nach vorne. Jetzt ist der Platz da. Er macht das Tor und damit erhöhen sie ihre Führung auf 2 Tore. Ja. 2:0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Hartes Einsteigen, das riecht nach Platzverweis. Ob Sie durch diesen Platzverweis nochmal ins Straucheln geraten, Muschi? Ja, Sie müssen gut organisiert weiterspielen. Ich denke, dann könnten Sie den Nachteil kompensieren und das Ding hier über die Zeit bringen. Florian Grillitsch. Vielleicht der Anschlusstreffer. Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer. Dann haben Sie den Ausgleich. Ein klasse Tor. Freistöße kann er einfach. Wir werfen noch mal einen Blick auf den Freistoß. Hat es schon gut gemacht. Ganz viel Gefühl im Fuß. Er ist nicht zu halten. Grischa Prömel. Adam Lozek. Er spielt steil. Grischa Prömel.
So, Führungstreffer. Es ist doch nicht zu glauben. Nach diesem zwischenzeitlichen Rückstand, da sind sie wieder. Herrlich, wie er das macht. Wir schauen auf die Wiederholung. Tankt sich durch, willensstark, unwiderstehlich und perfekt der Abschluss. Jetzt rollt hier gleich endlich der Ball in diesem Duell, das die Fußballwelt wirklich elektrisiert. Beide Mannschaften wollen heute den Sieg, beide wollen sich zeigen, wollen ein Zeichen setzen. Also bleiben Sie unbedingt dran, wir sind live dabei. Süle behält die Oberhand. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Ball kommt gut, aber er ist da, macht er ganz sicher. So, Ecke BVB, gute Chance hier in Führung zu gehen in dieser Partie. Süle. Das war der Halbzeitpfiff. Zeit für die Spieler, sich ein wenig zu erholen. Er kann heute leider nicht die gewohnte Leistung abrufen. Ja, das ist zu wenig, was er hier heute zeigt. Das kann er viel besser und das weiß er auch selbst. Weiser. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ist das die Chance? Da ist der Block. Ball kommt nicht durch. Nico Schlotterbeck. Julian Brandt. Karim Adeyemi. Karim Adeyemi! Der Keeper hält und verhindert hier vielleicht die Niederlage. Ja, das ist sehr gut möglich, Wolf. Es bleibt nicht mehr viel Zeit für weitere Chancen. Jetzt kommt die Ecke. Der Schiedsrichter beendet die zweite Hälfte. Wir haben keinen Sieger. In diesem Spiel ist heute wirklich alles drin. Ein Duell der Extraklasse. Also bleiben Sie unbedingt dran. Der VfL Bochum wählt heute diese Aufstellung. Bei Ihnen sehen wir heute ein 4-4-2. Und das ist recht offensiv ausgestaltet, ne? Ja, das stimmt, Wolf. Zwei Stürmer ganz vorne dazu. Die Mittelfeldspieler, die angehalten sind, weit aufzurücken. Das ist natürlich auch, ja, ist ein Risiko. Klasse Aktion. Stöger! Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Wir hören den Pausenpfiff. Jetzt ist dieser erste Durchgang hier im Vonovia Ruhrstadion also zu Ende. Honorar. Geht er rein? Toll geblockt. Julian Weigel. Alassane Plea. Da passt der Torhüter auf. Jetzt der Eckball. Da kommt er dran. Gute Aktion. Er legt ihn drüber. Und noch eine Ecke. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Aber jetzt verlieren sie doch den Ball. Da hat dann doch die Präzision gefehlt. Der Ball kommt. Endlich
fällt hier das erste Tor. Lang genug hat es gedauert. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie reagieren. Denn sie müssen reagieren. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. Vielversprechender Spielaufbau. Ob sie den wahrscheinlich letzten Angriff gut gehalten. Weiter gefährlich. Nicht das Tor. Unglaublich. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Das Führungstor war unheimlich wichtig in dieser Partie. Ist immer da, immer zur Stelle, übernimmt Verantwortung und hilft der Mannschaft damit natürlich enorm. Nicht nur heute bei diesem schönen Sieg. Die Stimmung könnte nicht besser sein. Stadion ist voll, alle versprechen sich eine Menge von dem Spiel. Wir sind natürlich live dabei. Pichler. Guter Steilpass hier. Macht er gut. Den spielt er gut. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Von ihm hatten wir uns heute durchaus mehr erhofft. Bisher eine sehr überschaubare Leistung von ihm. Er strahlt keine Gefahr aus. Mit viel Geduld bauen sie diesen Angriff auf. Aber dann verlieren sie den Ball. Das sah eigentlich durchaus vielversprechend aus. Jetzt können sie es machen. Kein Tor! Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Sie spielen steil, gefährlich. Forsten aber Szene noch nicht bereinigt. Dreht ist er, Ausgleich. Becker. Gut zu sehen, wie sie Druck machen. Flanke kommt nach innen. Und Tor! Das ist die späte Führung. Damit hat hier ja keiner mehr gerechnet. Hereingabe jetzt. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber jetzt können sie es entscheiden. Da ist das Tor. Damit liegen sie jetzt kurz vor Schluss mit 2 Toren in Führung. Das war eine starke Leistung heute. Tor gemacht, was will man mehr? Hat sich den Jubel wirklich verdient. Es ist eine Partie, die wirklich eine Menge verspricht. Ein Duell, das es in sich hat. Ein Duell, auf das wir uns alle schon seit Tagen freuen. Es verspricht, ein wahres Fußballfest zu werden. Gleich kann es hier endlich losgehen. Bleiben Sie dran. Amin Adli. Robert Andrich. Wirtz. Klasse ausgetrickst. Sichere Parade. Da wäre Platz für den Konter. Da müssen sie jetzt aufpassen bei diesem Steilpass. Da ist das Tor und jetzt kann dieses Spiel hier so richtig beginnen. Vor der Pause haben wir einen guten Auftritt gesehen, oder Buschi? Wie ist deine Einschätzung? Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm.
Leverkusen mit dem Foul, das ist ein Freistoß. Die Schiedsrichterin gibt die rote Karte. Es könnte vielleicht sowas werden wie der Knackpunkt in diesem Spiel. Sie hoffen, dass es nicht so kommt. Noch liegen sie vorne, aber es wird schwer. Klar, sie müssen jetzt umstellen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ballbesitz ist weg. Yusuf Paulsen alleine durch. Da ist das Tor. Das ist der Ausgleich für RB Leipzig. Tor im 1 gegen 1. Wunderbar gelöst. Sehen wir hier nochmal in der Wiederholung. Eiskalt, nervenstark. Und so ein Tor, das ist gar nicht mal so leicht. Xavi Simons. Am Ball jetzt Xavi Simons. Chance zur Führung. Sie machen den Treffer. Den Schlusspfiff, Buschi, und wir hören es deutlich, die Fans sind sauer. Sauer über diesen Platzverweis, der aus ihrer Sicht keiner war, aber ich finde, wenn sie nachher die Fernsehbilder sehen, müssen sie ihre Meinung ändern. Auf dieses Spiel haben alle gewartet. Es wird spannend. Glück, dass da die Latte rettet. Flanke kam gut, aber der Kopfball geht knapp drüber. Wichtig! Er holt den Ball. Was für eine Chance! Da ist das Tor. Die Gastgeber haben es gemacht. Sie gehen in diesem Derby mit 1:0 in Führung. Paul Wanner. Beck. Die Riesenchance. Er trifft. Er erhöht die Führung auf 2 Tore. Gut den Ball geholt. Jetzt können sie angreifen. Arne Meyer. Und sie kämpfen sich tatsächlich zurück in dieses Spiel. Noch ein Tor. Noch ein Tor bis zum Unentschieden. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Buschi, bisher ist das ein guter Auftritt in diesem Spiel, oder? Wie hast du es gesehen? Macht da vorne ein gutes Spiel, aber die Mannschaft schwächelt und deshalb liegen sie im Moment hinten. Ist es das jetzt? Gehalten! Ecke kommt in den 16er. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Der ist drin! Ausgleich! Ein ganz starkes Comeback nach 2 Toren Rückstand. Volley-Tore sind immer sehenswert. Und deshalb gucken wir auch noch mal in aller Ruhe in der Wiederholung drauf. Da ist der Ball. Und dann wird nicht lange gefackelt. Drin das Ding. Den Ball hat er. Zieht gut zurück. Jetzt kann er es machen. Der Ball ist drin. Die Führung so kurz vor Schluss.
Sieht so aus, als wären sie die nächsten Derbyhelden. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe mehr. So, jetzt steht es hier fest. Für die Gastgeber gibt es heute die Derby-Niederlage. Dieses Spiel ist ihnen aber gründlich missraten. Dass sie hier verloren haben, lag vor allem an diesem späten, an diesem ganz späten Gegentreffer. Einmal unaufmerksam und es ist passiert. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Heute schaut die ganze Fußballwelt zu. Es ist ein Duell, das eine Menge verspricht. Ein Duell mit besonderer Brisanz. Ein Duell zweier ganz besonderer Mannschaften. Wir sind für Sie daheim natürlich live dabei. Also bleiben Sie dran. Ist hier immer noch am Ball. Chance zur Führung. Die Chancenverwertung, Buschi. Kein Tor. Ja, ja. Aber es ist abseits, Wolf. Kein Grund zur Aufregung. Nichts passiert. Korrekte Entscheidung natürlich hier von den Unparteiischen. Steilpass kommt von Joshua Kimmich. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Am Ball Vincenzo Grifo. Macht er ihn. Sie blocken den Ball ab, aber Szene geht weiter. Das muss ein Elfmeter sein. Den Elfer gibt's, aber keine Karte. Da haben sie fast schon Glück, dass es da nicht mehr gibt. Sehe ich auch so, Wolf. Gibt viele Schiris, die greifen da zur Gelben, wenn nicht sogar mehr. Jetzt wollen sie hier das 1:0. Und er macht den Elfer. Ulis. Jetzt die Bayern im Angriff. Kane, den muss er machen. Ausgleich. Drin ist der Ball. Da durften sie sich nicht allzu lange über die Führung freuen. Ballinha. Ulis. Rafael Guerrero. Ball ist bei Harry Kane. Wahnsinn. Direkt der nächste Treffer. Zwei Tore innerhalb weniger Minuten. Und schauen Sie sich diesen Jubel an. Vor der Pause haben wir eine gute Leistung gesehen, oder Buschi? Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Jetzt können sie es machen. Ist er gefährlich? Alle wissen es, aber stoppen kann ihn keiner. Doppelpack, ganz starkes Spiel heute. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann kommt der Abschuss. Ein echtes Problem ist das dann am Ende nicht mehr. Ball bei Jamal Musiala. Tor! Und damit sind sie hier wieder vorne. Grifo. Gibt jetzt die Torchance. Riesenchance. Das nächste Tor. Diesmal auf der anderen Seite. Ausgleich. Hier geht's jetzt Schlag auf Schlag. Unwiderstehlich drischt er den Ball hier ins Tor. Ein Strahl. Also dafür brauchst du schon eine ordentliche Schusstechnik. Ecke in die Mitte. Jetzt haben sie es. Das ist die Führung und so kurz vor Schluss müsste es das eigentlich sein.
Ich schaue noch mal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.